Diese Unterrichtseinheit ist wie folgt gegliedert. Zunächst werde ich kurz erläutern, was Aussagen sind. Dann werde ich eingehen auf sogenannte Wahrheitstafeln, anschließend auf die Syntax von Aussagen und die Eigenschaften von Aussagen. Wichtig für die Programmierung sind auch Aussagen über Äquivalenz von Aussagen, das heißt Gleichbedeutung von mehreren Aussagen. Und ich werde zum Schluss eine kurze Zusammenfassung geben.